Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Sitzung. Ganz besonders begrüße ich Herrn Detlef Dyskowski. Im Gegensatz zu den letzten Malen, also seit der ersten Sitzung haben Sie hier nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesehen. Herr Dyskowski hat auch einen wissenschaftlichen Studiengang hinter sich, hat sich aber für eine andere Karriere entschieden und ist Referatsleiter im Bildungsministerium in Brandenburg. Ich kann Ihnen also wirklich Auskunft darüber geben, über die Tiefen und Untiefen der Bildungsplanung und des Durchsetzens von Ideen, die man dann vielleicht hier und da mal hat, aber weite Wege gehen muss, bis sie dann letztlich in der Praxis oder bei den Eltern und den Kindern ankommen. Insofern freue ich mich ganz, ganz besonders, auch mal jemanden hier zu haben, der wirklich auch aus persönlichen Erfahrungen heraus Kita-Planung seit Jahrzehnten begleitet in unterschiedlichen Funktionen. Und ich freue mich sehr auf diesen Vortrag und wünsche viel Erfolg. Ja, danke, Herr Hoffmann, dass du meinen Namen ablesen musst. Das hat mich jetzt etwas stutzig gemacht. Wir kennen uns nämlich schon sehr lange. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung und habe mir auch viel Mühe gegeben. Ich hoffe, das zahlt sich hinterher aus, dass dann doch etwas hängen bleibt. Vielleicht noch kurz was zu mir. Wenn ich mich irgendwo vorstellen muss und ich habe nicht viel Zeit, dann sage ich immer, ich habe im Kita-Bereich alles schon gemacht, was man machen kann, vom Krippenkind zum Ministerialbeamten. Habe ich alle Stufen hinter mich gebracht. Also tatsächlich war Erzieher, Kita-Leiter, Fachberater, Ausbilder, Fortbilder und arbeite jetzt in der Ministerialverwaltung. Bin gelernter Erziehungswissenschaftler. Und hatte von daher vielleicht ähnliche Probleme, die Sie haben, wenn Sie sich mit solchen Themen, die Sie jetzt hier sehen, nämlich die Rechts- und Verantwortungsstrukturen, beschäftigen müssen. Das machen nach meiner Erfahrung, auch wenn ich meine eigene Biografie zurückschaue, wir Pädagogen immer sehr ungern. Gleichzeitig kann ich jetzt nun fast am Ende einer längeren Karriere sagen, man kommt nicht drum rum. Und vor allen Dingen kommt man nicht drum rum, wenn man wie Sie einen wissenschaftlichen Abschluss anstrebt, dann werden Sie ja wahrscheinlich eher nicht in der Kinderarbeit selber tätig sein, sondern werden wahrscheinlich in Aufgaben des mittleren oder des höheren Managements tätig sein. Und wenn Sie da keine Idee von den Strukturen und wie Strukturen wirken haben, dann sind Sie relativ verloren. Es gibt ja den berühmten Satz von Bernfeld, der sagt, es sind ja eigentlich die Strukturen und nicht die Inhalte, die erziehen und wirken. Ich weiß nicht, ob er in dieser Zuspitzung recht hat, aber es ist sicher eine ganze Menge Richtiges dran. Ja, mein Vortrag heißt Bildungspläne für die Kindertagesbetreuung. Und das ist der Vortrag, der Titel, der mir gegeben worden ist. Ich habe ihn unterschrieben mit Fremdkörper in den Rechts- und Verantwortungsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich möchte versuchen, das heute in ein paar Schleifen Ihnen darzustellen, was Bildungspläne eigentlich sind, was sie sein können und wie sie sich weiterentwickeln könnten und sollten. Ich knüpfe dabei an die Ausführungen von Hilmar Hoffmann aus seinem Vortrag hier und die Ausführungen von Diana Franke-Meyer und Jürgen Reier an, die sich ja jeweils ein Stückchen mit anderen Zeitperspektiven und auch mit anderen Blickwinkeln, auch mit historisch-politischen Fragen beschäftigt haben. Sie werden also sicherlich manches davon wiedererkennen Redundanz fördert das sozusagen das Absacken von solchen Informationen, sodass Sie dann vielleicht etwas mehr noch davon behalten, von diesem relativ fremden Stoff. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht ganz hilfreich ist, ihn nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Franke-Meyer und Reier haben das ja eher so ideengeschichtlich gemacht. Hilmar Hoffmann hat sehr stark den Staat in den Mittelpunkt gestellt und ja sehr kenntnisreich, insbesondere die DDR. Ich will das heute nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive machen, aber mit einem sehr ähnlichen Blick. Es geht mir also letztendlich darum zu zeigen, was Bildungspläne im Kern sind. Alle reden ja darüber. Ich glaube, die wenigsten wissen, worüber sie eigentlich reden, was denn das in seinem Kern eigentlich ist. Noch etwas zum Ablauf. Nehmen Sie sich bitte das Recht, mich zu unterbrechen, nachzufragen, zu kommentieren.
Nur dann haben Sie überhaupt eine Chance, glaube ich, eben, dass davon etwas auch Ihres wird und Sie sich das aneignen können, als wenn das nur an Ihnen vorbeirauscht. Ich werde mir dann gegebenenfalls das Recht nehmen, zu sagen, das kommt, kriegen wir später. Also unterbrechen Sie ruhig, ich finde schon meinen Faden wieder. Ich glaube, es wird ein bisschen lebendiger dann auch. Jetzt sollte eigentlich die nächste Folie kommen. Sie kommen nicht. Okay, da. So möchte ich heute in dieser Stunde, gute Stunde vielleicht durchgehen. Ich mute Ihnen also, wie gesagt, hier nochmal einen historisch-politischen Abriss in den ersten drei Schritten zu. Ich mache also sozusagen drei Schritte Anlauf, um schließlich bei den Bildungsplänen zu landen. Im ersten Teil möchte ich versuchen, Ihnen aufzuzeigen, wieso die Fürsorgetraditionen heute noch so prägend für die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt, aber auch für die Kindertagesbetreuung sind. Wieso eben Kindertagesbetreuung anders funktioniert, zum Beispiel als Schule, wieso eben auch diese Auseinandersetzung und Konzepte zwischen Schule und Kindertagesbetreuung, welchen materiellen Hintergrund sie haben. Ich gucke es jetzt also etwas weniger ideengeschichtlich, eher vielleicht, sagen wir, mit einem materialistischen Blick an. Im zweiten Abschnitt möchte ich mich mit den Zuständigkeiten, die da so herrschen in diesem System und die einigermaßen unüberschaubar sind, sie werden sie auch hinterher nicht vollständig durchblicken. Ich glaube, das tut auch keiner, der drinsteckt in dem System. Man muss eine ungefähre Idee haben, was da eigentlich für Strukturen wirken und wie die Zuständigkeiten verteilt sind und wer da eigentlich wie was steuert. Im dritten Schritt meines Anlaufs möchte ich dann das Verhältnis von öffentlicher und privater Verantwortung betrachten. Hilmar Hoffmann hat ja insbesondere in dem Teil, wo du dich mit der DDR auseinandergesetzt hast, das ja für die DDR sehr deutlich auseinandergefieselt und deutlich gemacht, welche starke Rolle sozusagen der Staat im Verhältnis zu den Familien einnahm. Ich mache dann deswegen die DDR heute auch ganz kurz. Aber wir müssen, glaube ich, dieses Verhältnis betrachten, was jetzt gerade wieder mal deutlich in Bewegung ist und immer wieder in Bewegung ist. Und dann schließlich nach diesen drei Anlaufschritten lande ich dann hoffentlich auch noch rechtzeitig bei den Bildungsplänen und habe noch genügend Zeit, die dann auch wirklich gründlich zu betrachten. Schluss der Vorrede, erste Kapitel. Die Fürsorgetradition ist prägend. Sie haben das schon in dem Vortrag von Diana Franke-Meyer gehört, die sich ja mit der Reichsschulkonferenz und mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz auseinandergesetzt hat, wo damals sozusagen die Trennung auch von Schule und Kindertagesstätten bestimmt worden ist. Sie hat das beschrieben als eine Auseinandersetzung zwischen Traditionalisten und Reformern, die sich sozusagen bis heute fortsetzt. Ich finde ganz interessant, mal ein Stückchen in den O-Ton zu schauen, worum es damals eigentlich ging. Reichsschulkonferenz, muss ich nicht nochmal, denke ich, einsortieren, der versucht sozusagen das Bildungswesen insgesamt neu zu ordnen, neu zu sortieren. Und hier, dieses Zitat, das ich Ihnen rausgesucht habe, ist einer der Ergebnisse, der Leitsätze des Ausschusses, der sich mit der Jugendwohlfahrt und der Schule auseinandergesetzt hat. Das war 1920. Ich lese nochmal vor, weil das jetzt viel Blei. Die Durchführung aller Erziehungsmaßnahmen für die Schuljugend, auch solcher Jugendwohlfahrt, wird in dem Maße an die Schule als einheitlichen Mittelpunkt übergehen, je mehr die Schule zu einer Lebens- und Erziehungsgemeinschaft ausgestaltet wird. Erster Satz. Programmatisch, nicht, was für Schule gehört wird. Aufgaben der Jugendwohlfahrt, die nicht alle Kinder gleichmäßig erfassen, sind den Trägern der Jugendwohlfahrtspflege zu überlassen. Unter diesem Gesichtspunkt sind Einrichtungen wie Kindergärten für vorschulpflichtige Kinder, Schulhort, Schulspeisung der Jugendwohlfahrtspflege zu überlassen. Wir haben also nicht nur die Trennung zwischen einer Bildungsunterrichtsorganisation Schule und einer
vorschulischen Bildungseinrichtung, sondern wir haben hier im Kern die Trennung von allgemeinen und besonderen Aufgaben. Allgemein, das, was alle kriegen sollen, das, was für alle da ist, das Schulwesen. Und dann gibt es besondere Aufgaben, das, was nicht alle brauchen, sondern nur, wenn man besonders bedürftig ist, wenn man sozusagen selber nicht dafür sorgen kann. Wilmar Hoffmann hat in seinem Vortrag ja stark die individuelle Verantwortung als prägend für diese Struktur dargestellt. Das ist sozusagen das Prinzip, was sich heute auch noch in der Sozialhilfe zeigt. Also hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Der Staat und staatliche Institutionen treten erst ein, wenn man selber nicht mehr kann. Und diese Trennung haben wir im Grunde genommen hier jetzt auch für den Kindergarten. Mit diesem Leitsatz, der hier bestimmt worden ist, ist sozusagen der Kindergarten aus dem Angebot für alle Kinder und starke Bestrebungen gab, ihn einzugliedern eben als eine Bildungseinrichtung für alle Kinder, ist aus diesem Angebot für alle rausgenommen worden und man hat gesagt, das ist jetzt eigentlich nur noch für die, die es brauchen. Also die mühseligen und Beladenen, die nicht zu Hause genügend Anregung kriegen, die vernachlässigt sind und so weiter. Hier ist der Kern, nach meiner Auffassung, dieser besonderen Rolle, in der die Kindertagesbetreuung jetzt steckt. Heute immer weniger, das werde ich dann hinterher versuchen aufzuzeigen. Aber was sie eben so prägt. Sie ist nämlich in dem Bereich der Fürsorge rübergewandert. Fürsorge, da wo man sich um die kümmert, die es nicht alleine können, aber eben nur nachrangig. Ist eben nicht eine Einrichtung für alle. Und damit kamen wir sozusagen zu der Trennung von Schule als Bildungseinrichtung für alle, als allgemeines Schulwesen und der Wohlfahrtspflege. Und an diesem Schicksal knacken wir im Grunde genommen immer noch rum. Und es finden sich immer noch jede Menge Folgen dieser Trennung. Ich habe hier mal irgendwie macht ihr mich fertig hier. Ich versuche mal zu springen von jetzt an. Mal sehen, wie elegant das aussieht. Der will nicht immer, ne? Ich habe mal ein paar Folgen dieser Trennung aufgeschrieben und Sie werden jetzt wieder erkennen, was unseren Staat und unseren Blick auf Fürsorge und Schule prägt. Erziehung, Betreuung, Bildung, Betreuung aller ist die Aufgabe entweder von Eltern oder Schule, da wo es um alle geht. Und um die mühseligen und Beladenen kümmern sich dann die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände. Der Staat greift nur noch bei den Gefährdeten ein und sonst ist der Staat die Verantwortung für die Jugendwohlfahrt los. Dieses kleine Wortspiel konnte ich mir jetzt nicht ersparen. Wir haben diese Verantwortungslosigkeit ja tatsächlich auch lange gelebt, wenn Sie sich mal anschauen, welche staatlichen Leistungen es eben im Vorschulbereich oder eben überhaupt außerhalb der Schule gab. Relativ wenig. Ich habe jetzt, wollte Sie nicht traktieren mit Folien über die Versorgungsgrade, die wir danach haben, aber Krippe zum Beispiel spielte sich in Westdeutschland immer im Bereich deutlich unter 10% ab. Ne? Plätze für unter Dreijährige 5, 6, 7% maximal. Und da sind die Stadtstaaten mit ihren hohen Versorgungsgraden schon rausgeragt und haben diesen Schnitt im Grunde genommen in die Höhe getrieben. Also, der Staat sagt im Grunde genommen, hier Kirchen und Wohlfahrtsverbände, ihr kümmert, mach den Satz noch kurz zu Ende, ja? Ihr kümmert euch mal um die, die es brauchen und dann brauchen wir nicht und wir halten uns dafür zurück. Das bedeutet ja aber auch, dass dann, wenn die Schulen gemeint sind, dass alle Institutionen gemeint sind, oder? Wie meinen Sie das, alle Institutionen? Die zur Betreuung und Bildung von den Heranwachsenden. Außer Schulen, alle Institutionen, also praktisch alles, was Jugendwohlfahrt ist, ist Teil von Fürsorge, ist nur Angebot für die mühseligen und Beladenen. Ich glaube, ich habe Ihre Frage nicht richtig verstanden. Ja, dort, wo Kinder untergebracht sind und Jugendliche, also dass das alles gemeinsam deren Aufgabe ist und dass es nicht nur von den Eltern abhängt. Nee, genau das nicht. Schule, also da, wo es um alle Kinder geht, also wo sich tatsächlich ein Angebot an alle richtet,
haben wir im Grunde genommen nur Schule und Eltern. Alle anderen Angebote gehen im Grunde genommen davon aus, dass nur die, die es dringend brauchen, da einen Platz kriegen sollen. Wir haben nicht, also Krippen war es ganz deutlich, eben wie gesagt 3-5%. Kindergärten gab es auch 20-30% Versorgungsgrade, also die, wo sich die Eltern nicht drum kümmern konnten. Angebote der Jugendwohlfahrt auch nur für, ja, also ich bin Jahrgang 50, also habe noch ein bisschen was von dieser Tradition als Kind erlebt. Wir wurden dann ab und zu mal eingeladen zum warmen Mittagessen und wurden im Sommer auch mal verschickt, weil ich halbweise bin. Und meine Mutter den ganzen Tag arbeiten musste und sich sozusagen nicht hinreichend um mich kümmern konnte. Insofern war ich Teil der Jugendwohlfahrt dann als Abnehmer. Es gab aber nicht ein Angebot warm mit Mittagessen oder so für alle. Oder Ferienangebote für alle. Sondern tatsächlich nur im Grunde genommen für ja, die Mühseligen und Beladenen. Ist das die Antwort gewesen? Ja. Okay. Was folgt noch daraus? Das Primat der Familie, ne? Eine ganz starke Rolle der Familie. Die soll sich um alles kümmern. Das Zentrum dieser konzentrischen Kreise, die Hilmar Hoffmann aufgezeigt hat. Vorrang der Wohlfahrt, ne? Wenn der Staat sagt, oh, da kümmern wir uns mal nicht drum, das macht ihr mal Kirchen und Wohlfahrt, dann kriegen die natürlich auch eine besonders starke Rolle, können sich auch besondere Rechte rausnehmen. Und das finden wir heute auch noch im KJG an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Paragraphen 4, ich komme nachher noch darauf zurück, Vorrang der freien Jugendhilfe, die Selbstständigkeit der Träger. Ne? Also wenn man sagt, da kümmert ihr euch mal drum, dann muss man denen auch was dafür geben, was gibt man ihnen? Hohes Ansehen, die Zulassung zu allen Bereichen, man fördert sie mit ein bisschen Geld und lässt sie machen und sagen, wir Staat versprechen, wir reden euch da nicht ein. Im Grunde könnt ihr treiben, was ihr wollt. Ihr macht es ja, aber ihr müsst es dann auch machen. Eine höchst zurückhaltende staatliche Steuerung, klar, ne, wenn der Staat keine Verantwortung übernimmt für die Angebote, die sich nicht an alle richten, dann muss er sich auch sehr zurückhalten. Die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände sagen dann mit Recht, ja hör mal, wenn du da keine Verantwortung für übernimmst, dann halt dich mal da raus. Halt die Finger still und lass uns machen. Die staatliche Verantwortung zeigte sich dann noch vielleicht als Förderung, also man gab ein bisschen Geld dazu, dass die Wohlfahrtsverbände das machten. Traditionell zum Beispiel wurden die Kindergärten vielleicht, also insbesondere hier in ländlichen Regionen, mit 40-50% der Betriebskosten finanziert. Na, den Rest brachten die Wohlfahrtsverbände selber aus eigener Kraft. Sie kriegten sozusagen etwas dazu. Der Begriff der Förderung, komme ich nachher noch auf zurück. Und eben allenfalls so eine eingeschränkte Heimaufsicht, also nur mal gucken, ganz vorsichtig schauen, ob auch alles in Ordnung ist. Aber wir reden euch bestimmt nicht rein. Selbstständigkeit der Träger. Und mit dem Erfolg, dass eben auch überhaupt gesetzliche Regelungen unterhalb des Jugendwohlfahrtsgesetzes KJG für den Kindertagesstättenbereich erst sehr spät gab. In dieser Tradition, das ist sozusagen die Tradition der Fürsorge der Kinder- und Jugendhilfe, wo man sich eben um die Mühseligen und Beladenen kümmert, gab es im Grunde genommen zwei verschiedene Formen von Angeboten. Nämlich da, wo man tatsächlich mal einen schwierigen Einzelfall hatte, vernachlässigtes Kind, geschlagenes Kind. Hatte man sozusagen das Fachamt Jugendamt, deswegen hat auch dieses Fachamt Jugendamt so eine starke Rolle. Da muss eben eine Einzelfallentscheidung getroffen werden, was machen wir jetzt mit dem Kind. Da gibt es dann auch inzwischen im KJG einen Individualanspruch auf Erziehungshilfe. Also man kann ihnen sagen, jetzt musst du mir auch helfen, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Und diese Hilfe wurde dann eben auch entsprechend einzeln finanziert. Es gab dann Einzelverabredungen mit den Trägern, Heimträgern. Du übernimmst jetzt hier diesen Fall, kümmerst dich mal darum oder Erziehungshilfe gibst in die Familie und dafür kriegst du Geld. So, also diese Hilfe wurde sozusagen dann eben auch im Einzelfall bezahlt und machte entsprechend eine Finanzierungsregelung. Daneben gab es zwar noch sowas wie ein allgemeines Angebot, was aber von der Struktur her niemals aus tatsächlich wirklich an alle Kinder oder Jugendlichen gerichtet war, sondern da hat man gesorgt dafür, dass was da ist, ein Jugendclub zum Beispiel
ob der besucht worden ist, ob die da wirklich gefunden haben, was sie suchen. Da hat man die freien Träger machen lassen. Wie gesagt, richtet mal ein. Ja. Richtet auch einen Kindergarten ein oder einen Jugendclub oder macht. Und dann geben wir euch ein bisschen was dazu. Da gibt es dann auch keine Rechtsansprüche mehr. Sondern gibt es nur sozusagen die allgemeine Verpflichtung im KLTG immer noch nur darauf hinzuwirken, dass Sorge, dass vorhanden ist, aber eben dann nichts Einklagbares. Ja, man kann heute, wenn man irgendwo auf dem Land wohnt und sagt, Mensch, jetzt ist überhaupt gar nicht für die älteren Kinder, Jugendclub, Ponyfarm, was man so braucht, sagt man jetzt, Jugendamt musste doch, aber da steht doch, ja, Hinwirkungsverpflichtung, wir werden auch ein bisschen auf hinwirken, aber ob wir jetzt mal irgendwann ankommen mit der Wirkung, also da gucken wir mal, das nehmen wir mal die Planung auf, da diskutieren wir mal drüber. Es gibt nichts, was man einklagen kann, wie jetzt inzwischen Kindergarten. Es gab dann, wie gesagt, die öffentliche Zuwendung sozusagen für die karitativen oder verbandlichen Aufgaben, die Jugendwohlfahrt selber übernommen hat. Das ist eigentlich, das zeichnet das KLTG, das zeichnet das JWG, das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz aus, diesen Blick auf die Hilfen für die Mühseligen und Beladenen. Ein bisschen Angebot, irgendwie macht man mal was, guckt, ob das funktioniert und dann den Einzelfall, den schweren Fall sich anschauen. Und im Grunde, jetzt platzt das Mikrofon, ne? Und im Grunde genommen spielt die Kindertagesbetreuung in diesem System eine Rolle und war sozusagen ein allgemeines, offenes Angebot. Ich habe eine kurze Frage, was JHA heißt. Jugendhilfeausschuss. So eine Besonderheit, komme ich nachher nochmal darauf zurück, Besonderheit, das gibt es sonst gar nicht in unseren Kommunalstrukturen, dass da ein Jugendhilfeausschuss noch mitredet neben der Verwaltung. Ja, Kindertagesbetreuung spielte lange Jahre, bis späten 90er Jahre, war angesiedelt auf dieser Seite. Die Träger, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände haben ein bisschen Geld gekriegt dafür, dass sie eben ihre Einrichtungen unterhielten, haben etwas dazu bekommen, haben das aber wesentlich aus ihren Mitgliedsbeiträgen, aus dem, was ihr Vermögen war, Elternbeiträgen finanziert, der Staat. War keine staatliche Aufgabe. Und ob nun die Eltern das Glück hatten, Platz zu kriegen oder nicht zu kriegen, Glück gehabt, Pech gehabt. So ist halt. Und dann passierte, also ich habe es nochmal benannt, das sind sozusagen klassisch die beiden Felder, Erziehungshilfe, der Einzelfall, der Einzelanspruch, schwieriger Fall, Jugendamt entscheidet, bezahlt das, oder die Jugendarbeit als klassischer Fall und in der Vergangenheit eben auch die Kindertagesbetreuung. Gibt man Geld ein bisschen an Verbände, dass die was machen. Ja, und dann passiert etwas Neues. Es gibt nämlich plötzlich einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Also ja, nämlich ganz so plötzlich. Gab ja auch eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, auch schon als das KLTG 1991 in Kraft trat, war ja auch schon diskutiert worden, ob man nicht tatsächlich ein Angebot, wenn ich jedem Kind das Recht geben will, einen Platz in einer Kita zu haben, wurde damals noch abgelehnt mit dem Grund der Nichtfinanzierbarkeit. Und dann gab es natürlich die große Kränkung für den Westen, die DDR hatte ein vollständig ausgebautes System, der arme Nachbar, der irgendwie kurz vorm Bankrott war, leistete sich für alle Kinder ein Angebot. Große Kränkung für den reichen Westen. Und Auslöser war dann, wissen Sie sicherlich, das Urteil um § 218, wo man versucht hat, sozusagen die Frage der Abtreibung dadurch auch politisch zu von der Tagesordnung zu kriegen, wo man sagt, okay, wir richten jetzt mal Kindergartenplätze ein für alle und jedes Kind ab 3 Jahre, den Zusammenhang muss man erstmal hinstellen zwischen Abtreibung und Rechtsanspruch ab 3 Jahren, fragt man sich dann natürlich, was passiert in 3 Jahren vorher, aber egal. Also sie haben dann den Rechtsanspruch ab 3 Jahre kodifiziert, weil damals konnte man sich nun überhaupt nicht vorstellen, dass man womöglich
Babys in Kindertagesbetreuung geben könnte. Das ist absurd für den Westen. Man konnte sich dann langsam für die Dreijährigen vorstellen, deswegen Kindergarten mit Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz. Und nun passierte plötzlich etwas, was für das ganze KJHG ein Problem wurde. Da gab es jetzt nämlich plötzlich einen Rechtsanspruch auf eine allgemeine Leistung. Erinnern Sie sich noch, wir hatten vorher die allgemeine Leistung, man sagt, da bringen wir irgendwas hin, aber das kannst du nicht wirklich ernsthaft erwarten, dass du überall findest, was du suchst, und einen Anspruch hast du schon gar nicht. Und einen Anspruch gab es da, wo tatsächlich ganz schwierige persönliche, soziale, pädagogische Verhältnisse waren. Also für die Einzelnen. Und jetzt gibt es plötzlich für alle Kinder einen Anspruch auf diese einzelne Leistung. Und das ist jetzt eine spannende Diskussion für Juristen, möchte ich sie nicht lange mit traktieren, aber an ganz vielen Stellen innerhalb des KJHGs reibt sich es jetzt und da bricht sich. Wir haben eine ganze Reihe von Regelungen, wo das KJHG jetzt plötzlich nicht mehr passt. Guck, zeige ich Ihnen nicht näher. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Trennung in allgemeine und in besondere Aufgaben auch im Grundgesetz sich wiederfindet. Wir finden in Artikel 7 die allgemeine Aufgabe des Staates für das Schulwesen, übrigens sehr viel weniger kodifiziert, als man sich zum Ende denkt. Ne? Man denkt ja immer, im Grundgesetz steht, dass die Schulen alles, dass die Lehrer als Landesbedienstete sein müssen, als Beamte sein müssen, dass der Staat die Lehrpläne macht, alles, das steht ja da gar nicht. Na, da steht ja relativ lapidare Satz, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates, alles andere muss man sich da mitdenken. Wir haben hier also das allgemeine System für alle Kinder, Schulpflicht, Schulrecht, für alle Kinder, das steht unter der Aufsicht des Staates. Ansonsten Artikel 6. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Also, außerhalb dieses Schulwesens ist es euer Ding, Familie, der innere Kern dieser konzentrischen Kreise. Und da bestenfalls, also hat der Staat keine Verantwortung, sondern das ist die zuvörderst den Eltern obliegende Pflicht und der Staat wacht bestenfalls drüber. Über dieses Wächteramt komme ich dann im dritten Kapitel nochmal ein bisschen näher drauf zurück. Versuche ihn mal im zweiten. Dinner for one, ne? Jetzt müsste ich ein bisschen mehr trinken, damit ich irgendwann drüber hinwegkomme. Zweite Kapitel, ich versuche jetzt ein bisschen was über die Zuständigkeiten und die Ebenen der Zuständigkeiten in diesem System zu erzählen. Im Kindertagesbetreuungsbereich geht alle Macht von den Eltern aus. Artikel 6 Grundgesetz hatte ich Ihnen gerade gezeigt. Dann hat als Nächster, also den Eltern darf auch niemand reinreden, ist die ihnen obliegende Pflicht. Über die Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Die staatliche Gemeinschaft kann nicht den Eltern sagen, dieses Erziehungskonzept ist aber nicht gut. Du müsstest das und das machen. Also Kinder schon im halben Jahr versuchen, trocken zu kriegen, geht nicht. Die dürfen bis 3 in die Windel machen. Darf der Staat vermutlich nicht machen. Und ähnliche Sachen. Also er lässt die Eltern machen. Eltern entscheiden frei, letztendlich mit relativ wenig Einschränkungen, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Dann, jetzt im Bereich Kindertagesbetreuung, sind die Träger die Nächsten. Laut aus der Verantwortungsverteilung, ne? Staat ist nicht zuständig, lässt die Träger machen, müssen es auch finanzieren, erwächst natürlich das Trägerprivileg. Das heißt, er gibt ihnen die Freiheit in der Art und Weise, wie er seine Arbeit durchführt. Darf dem Träger grundsätzlich auch niemand reinreden. Der Träger bestimmt selber. Wenn der Träger mit den Eltern einen Betreuungsvertrag geschlossen hat, ist im Grunde genommen
nach unserer Verfassungslage und nach der Rechtslage auch im KJHG für alle anderen Pumpe. Die haben den Vertrag geschlossen und was da jetzt passiert, ist deren Ding. Wir haben dann tatsächlich noch sozusagen als nächste Körperschaft die Gemeinde, auch eine interessante, für Verfassungsrechtler interessante Sache, dass die Gemeinde, die ja im Artikel 28 die Kernzelle des Staates ist, also alle Aufgaben sollen im Grunde genommen bei der Gemeinde angesiedelt sein, im KJHG überhaupt nicht vorkommt. Also die Gemeinde hat im KJHG überhaupt gar keine Rolle. Die taucht überhaupt nicht auf. Das Jugendamt hat dazu eine abstrakte Steuerungsrolle, soll dafür sorgen, dass die Angebote da sind. Das Land, bei dem sind wir dann schon fast an der Spitze der Unzuständigkeit angelangt, soll für den gleichmäßigen Ausbau sorgen, soll anregen, fördern. Und der Bund macht dann außer der Rahmengesetzgebung eigentlich gar nicht mehr. Die Spitze der Unzuständigkeit ist erreicht. Also hier haben wir nach der Verfassungslage, geht im Grunde genommen, liegt alle Bestimmung, konkrete Bestimmungsmacht da oben zwischen Eltern und Träger. Und so sieht das dann gegliedert aus. Und das gehen wir jetzt mal im Detail durch. Nicht im Ernst. Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich dieses Bild nochmal an. Sie werden, oder nehmen Sie es als etwas, wo Sie nachschauen können, wenn Sie Fragen haben, wo endlich etwas angesiedelt ist. Ich erkläre nur kurz, was da zu sehen ist. Ich habe versucht, mal die Ebenen zu gliedern, also die Bundesebene, wen haben wir da eigentlich? Dann gibt es die Landesebene mit dem Landesministerium und Landesjugendamt. Und da haben wir die kommunale Ebene, also den Kreis, das Jugendamt und die Gemeinde. Und dann haben wir die Kita-Einrichtungen, freie Träger, kommunale Träger. So vielfältig gegliedert ist das Ganze. Akteure, die irgendwie mitspielen. Aber wenn Sie nochmal an das vorherige Bild denken, im Kern wird alles hier bestimmt. Eltern haben das Bestimmungsrecht, das Erziehungsrecht. Und sie geben dieses Erziehungsrecht für einen Teil des Tages an den Träger ab, schließen mit ihm einen Betreuungsvertrag und schick es. Alle anderen sind so ein bisschen nach der Verfassungslage Begleitrauschen. Organisieren, finanzieren, machen so ein bisschen, aber bestimmt nicht inhaltlich. Das ist die Lage. So, nun haben wir eine Verfassungswirklichkeit. Neben der Rechtslage. Wir haben nämlich, obwohl niemand weiter zuständig ist, fachlich zu bestimmen, fachlich zu steuern, jede Menge Steuerung, jede Menge Einflussnahme, da wird jede Menge Politik gemacht, alle haben ihre Finger überall irgendwie drin, auch ohne, dass ihnen eigentlich Rechte dazu zugebilligt worden sind. Nochmal, das Recht liegt nur oben zwischen Eltern und Träger. Also wir haben das Jugendamt. Da lese ich immer wieder auch in Fachzeitschriften, das Jugendamt hätte eine Fachaufsicht über die Kitas. Könnte also sozusagen den Kitas Anweisungen geben, was sie zu machen haben. Viele Kitas glauben das auch, viele Jugendämter auch. Das ist Quatsch, haben sie nicht. Es gibt keine Fachaufsicht über die Kitas außerhalb des Trägers. Das Jugendamt hat eine Gewährleistungsaufgabe inzwischen, da muss den Rechtsanspruch erfüllen. Kann mit der Finanzierung ein bisschen steuern, aber eine Fachaufsicht im Sinne von fachlich eingreifen, was in der Kita passiert, haben sie nicht. Aber solange es viele glauben, haben sie es natürlich dann praktisch doch. Also da gibt es eine Einflussnahme, auch wenn sie nicht legitimiert ist. Wir haben das Landesjugendamt, nicht? Das macht die Erlaubniserteilung, das ist Teil dieses Wächteramtes. Und es macht Auflagen, wie diese Kita betrieben werden soll und mischt sich auch zuweilen ziemlich heftig in Konzeptfragen ein und konnte es bisher auch nicht. Sollte das Wohl der Kinder gewährleisten, ich zeige Ihnen dann nochmal eine Folie mit dem Text, nicht mehr. Wenn das Wohl der Kinder gewährleistet ist, ist die
Zuständigkeit des Landesjugendamtes zu bestimmen, was da inhaltlich passiert, beendet. Kann man also freundlich sagen, vielen Dank für den Rat und tschüss. Dann gibt es jede Menge Initiativen des Bundes, gerade in letzter Zeit, Förderprogramme, versuchten uns mit Gutscheinen zu beglücken für Leistungen. Jetzt ne, Ausbau U3, das Investitionsprogramm, vollständig unzuständig. Der Bund hat eigentlich gerade, das passierte gerade nach dem Föderalismusreform nochmal die Beziehung zwischen Bund und Länder entflechten sollte, macht der Bund ein Investitionsprogramm und mischt sich massiv ein. Jetzt macht der Bund gerade ein Qualifizierungsprogramm für Tagespflege, vollständig unzuständig. Er fördert 4000 Kitas im Land, jeweils mit einer halben Stelle für Sprachförderung, dürfte eigentlich gar nicht. Aber er nimmt viel Geld in die Hand und das sind dann sozusagen die goldenen Zügel. Alle machen mit, weil sie hoffen, ein bisschen was von abzukriegen. Und er steuert damit natürlich intensiv fachlich. Die Durchsetzung zum Beispiel dieser 160 Stunden Mindestqualifizierung für Tagespflegepersonen. Da gab eine Fachdiskussion, die sich bestimmt 15 Jahre lang hinzog, ob denn eigentlich Tagespflegepersonen überhaupt eine Qualifizierung brauchen, ob nicht sowas wie Mütterlichkeit reicht oder dass man selber mal Kind war oder so. Ja, gab es ja, also Brandenburg war auch das einzige Land, das überhaupt eine Regelung hatte in der Verordnung über die Mindestqualifikation von Tagespflegepersonen. Das kam dann so nach und nach ein bisschen. Plötzlich sagt der Bund, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand, Förderprogramme, Ausbildungsprogramme und wir verabreden, in allen Ländern sollten doch die Tagespflegepersonen 160 Stunden mindestens qualifiziert sein nach dem DJI-Curriculum. Wir Ländervertreter saßen da, guckten uns an, sagen, wie jetzt verabreden, was? Aber da hatte der Bund sozusagen sein Programm schon ausgepackt, hatte das Geld, wedelte schon so ein bisschen mit dem Geld und allen tropften die Lefzen und wir konnten natürlich der Versuchung nicht widerstehen, dass es jetzt für Qualifizierung von Tagespflegepersonen einen Haufen Geld gab, was man vorher nicht so leicht locker machen kann. Also haben wir jetzt einen Bundesstandard, in Deutschland überall wird jedenfalls stark darauf hingewirkt, dass Tagespflegepersonen 160 Stunden qualifiziert sind. Und der Bund hat schon angekündigt, da müssen wir jetzt aber einen oben raufsetzen, während die meisten Länder noch hecheln, die 160 Stunden zu schaffen, hat er schon angekündigt, wir legen jetzt nochmal nach. Jetzt gibt es ein Programm zur Festanstellung von Tagespflegepersonen. Der Bund wedelt mit Geld. Überall da, wo Tagespflegepersonen fest angestellt werden, gibt es ein Jahr lang 50% Lohnkostenzuschuss. Und das melden sich schon etliche. Alle die, die nicht wissen, dass ein Jahr auch immer ein Folgejahr hat und dass es im nächsten Jahr noch einen Schuss haben. Aber es wird sich durchsetzen. Das heißt, hier wird Politik gemacht mit Geld. Es gibt keine rechtliche Grundlage, zum Teil sind solche Finanzeinmischungen sogar verboten, aber wer klagt schon, wenn er was kriegt. Die Stiftungen ne, machen einen Haufen Politik, in letzter Zeit wieder zunehmend, also Bertelsmann Stiftung nenne ich mal, oder darf man das sagen, die Bosch Stiftung? Darf man auch sagen, ja? Obwohl das bezahlt wird von der Bosch, weil es bezahlt wird von der Bosch Stiftung. Würde ich so sagen. Darf man das sagen? Ne, die Stiftungen machen Politik. Also auch hat sie ja niemand dazu legitimiert, sich einzumischen und über Öffentlichkeitsarbeit, über Länderrankings sozusagen Einfluss zu nehmen. Aber man könnte mal sagen, wer hat die Personalschlüsselverbesserung erreicht? Vermutlich mal die jährlich veröffentlichten Zahlen der Bertelsmann Stiftung über den Personalschlüssel in den einzelnen Bundesländern. Das möchte kein Bundesland gerne sehen, dass sie immer noch auf dem letzten, vorletzten, drittletzten, sonst was Platz ist. Also kam eine deutliche Bewegung in Gang und wir haben tatsächlich deutliche Personalschlüsselverbesserungen, also im Sinn merkbar. Ja? Mich würde dann interessieren, wie bewerten Sie denn die erst kürzlich, also relativ kürzlich veröffentlichten Daten und Statistiken der Bertelsmann Stiftung zur Bildungsstudie in Deutschland. Ja, welche haben Sie jetzt genau? Angespielt, oder? Nee, ich habe jetzt angespielt auf das Länderranking, den Ländermonitor. Der vergleicht, glaube ich, jetzt zum dritten Jahr die Personalausstattung, die Qualifizierung, das Alter der Personal. Also macht sozusagen aus allen Daten, die Bundesjugendstatistik zur Verfügung stellt und einigen extra erhobenen Daten,
vergleicht da die Ausstattung in den Ländern? Darauf hatte ich angespielt, weil das etwas ist, was sozusagen vorher in den, von den Ländern immer eher unter der Decke gehalten worden ist. Nicht? Also unser Wettbewerbsföderalismus hat hier, war nicht gerade so richtig wettbewerbsfreundlich, sondern hat gesagt, wir machen das schon irgendwie gut. Und man wollte sich nicht so richtig aneinander messen lassen. Und das macht die Bertelsmann Stiftung jetzt und treibt uns damit. Das meinte ich. Ja, ich wollte nur wissen, wie Sie das denn bewerten. Ich habe heute Urlaub, ne? Bin als Privatperson hier. Naja, ich sage, dass wir insgesamt eine Personalausstattung haben, die jetzt in den meisten Ländern, wir haben auch einige sehr gute, aber in den meisten Ländern haben die eigentlich eher beklagenswert ist oder wo man nicht, wirklich nicht mehr zufrieden sein kann. Das, glaube ich, ist jedem, der das Feld einigermaßen kennt, deutlich. Und Brandenburg, da wo ich ja nur auf Ratsleiter bin, war im Bereich des Krippenschlüssels auf dem letzten Platz. Wir hatten einen Personalschlüssel, der war tatsächlich der letzte von, im Bundesvergleich. Und das haben wir uns ungern vorhalten lassen. Und insofern gab es eine ziemlich einheitliche Diskussion im Land, über die ich sehr froh bin, zu der alle Parteien und alle gesellschaftlichen Gruppen gesagt haben, wir müssen jetzt nicht nur an die Quantität denken, wie wir es im Osten vorher gemacht hatten. Wir haben tolle Versorgungsgrade, sondern wir müssen jetzt an die Qualität ran. Und wir haben 36 Millionen in die Hand genommen, den Personalschlüssel ein Stück zu verbessern, jetzt sind wir auf dem drittletzten Platz. Also es bleibt noch Luft nach oben. Die Befürchtung ist natürlich auch immer beim Länderranking, das muss man sich natürlich auch anschauen, dass die Länder, die relativ gut sind, dass die einen ziemlichen Druck kriegen können, sich nach unten anzupassen. Es sieht im Augenblick so aus, als ob niemand an die Qualität ran will und an die Personalschlüssel ran will. Kann das ja mal, weiß nicht mal, wo ich die Zahlen habe, irgendwo ist ja aufgeschrieben. Es gab ja die große Befürchtung, dass im Zusammenhang mit Ausbau U3 die Personalschlüssel im Krippenbereich abrutschen würden. Ne? Das nach dem Motto, einer geht noch rein, machen wir die Kindergartengruppen auf, schieben da Kleinkinder rein und machen die Gruppen halt größer. Dann werden wir irgendwie gucken, dass wir einen Rechtsanspruch auf diese Art und Weise erfüllen. Das war ja die Sorge von vielen und die war ja auch nicht unberechtigt, glaube ich. Tatsächlich ist das nicht passiert. Tatsächlich haben wir in den letzten 5 Jahren, jetzt wenn ich die Zahlen finden würde, Sie finden sie dann allerdings hinterher in meinem Skript, haben wir eine Verbesserung des Personalschlüssels sowohl im Kindergarten, also 3 bis 6, als auch im Krippenbereich erreicht. Und das ist bemerkenswert. Man sieht daran, welche, also dass es ihnen nicht nur gelungen ist, sozusagen die Länder ein Stück vor sich herzutreiben, die schlecht sind, dass sie sich verbessern, sondern insgesamt damit auch eine Debatte über die Bedeutung frühkindlicher Bildung zu entfachen. Ich würde es befürworten, finde es erfreulich, wobei man natürlich eben auch immer sehen muss, es hat tatsächlich eben auch Nebenwirkungen, weil die Stiftungen sind dadurch sehr mächtig. Sie machen nicht nur quantitativ, wie an dieser Stelle Politik, sondern sie geben auch manchmal Parameter vor, die sind aus meiner Sicht mindestens diskussionswürdig, aber da man sie nächsten Tag in der Zeitung liest, ist es dann schwierig. Gestatten Sie mir einen Anschluss? Nur zu. Sie erwähnten gerade, dass in Anführungszeichen Bildungshochburgen oder Länder, die im föderalistischen Vergleich etwas besser abgeschnitten haben, dass die irgendwie Druck bekommen, dass sie ihre vermeintlich hohen Bildungsstandards oder Bildungserfolge der frühkindlichen Bildung, dass die nach unten anpassen müssen. Ja. Sehen Sie da irgendwelche, irgendwie egalitaristischen Tendenzen? Gibt es das in Deutschland? Ich habe immer, also meine Wahrnehmung geht eher dahin, dass sofern ein Land irgendetwas gut macht, ein Bundesland, alle anderen immer hinterherrennen müssen. Das erlebe ich mehr so in der Tagespolitik. Ja, ich kenne das jetzt seit 20 Jahren das Ministerialgeschäft von Ihnen und weiß, wie hart die Auseinandersetzung mit dem Finanzminister sind. Die sind nicht hart, weil er ein böser Mensch ist, sondern der kann ja auch nur Geld verteilen, was da ist. Und das heißt, wenn wir ausbauen, wenn wir jetzt 36 Millionen investieren in den Personalschlüssel, nehmen wir das irgendeinem anderen Ressort weg. Und natürlich sagt sich es immer so einfach, an Kindern darf man nicht sparen, aber an wen darf man sparen? Meine, die Krankenhäuser müssen auch subventioniert für die Altenheime und so weiter. Und wenn wir über die hoppelnden Straßen fahren, dann wollen wir auch
dass der anständig geteert ist. Also das ist ja ein Verteilungskampf. Und wenn man das insgesamt sieht, dann wird natürlich die Argumentation schwierig, wenn der Finanzminister sagen kann, also hör mal, wir sind jetzt bundesweit Spitzenreiter bei dem Personalschlüssel. Ein halbes Kind mehr wird doch nun wohl gehen. Stell dich mal nicht so an. Das ist ein ziemlicher Druck. Insbesondere, wenn das Land heftig überschuldet ist. Saarland zum Beispiel steht im Personalschlüssel im Krippenbereich sehr gut da. Können wir vorstellen, wie der Druck da ist. Also es ist bisher nicht passiert. Da können wir heilfroh sein. Aber das ist natürlich eine mögliche negative Folge von solchen Rankings, insbesondere wenn der Finanzdruck sehr groß wird. Länderbildungspläne, komme ich noch drauf, da machen wir auch was, was eigentlich gar nicht zulässig ist. Da haben wir gar keine Legitimation für. Also das ist das, was tatsächlich passiert, wo viele rumwuscheln, rummachen, jenseits von Verfassung, jenseits von Gesetzen, das ist sozusagen Lebenswirklichkeit. Ich komme zum dritten Kapitel. Die Frage der Verschiebung zwischen öffentlicher und privater Verantwortung. Wir hatten ja angesetzt an dem Punkt, grundsätzlich ging man davon aus, dass er sagt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Na, nur für die Schuld machen wir was für alle. Also private Verantwortung, wirst schon zurechtkommen. Unsere Sozialhilfe funktioniert so. Na, wenn man nicht mehr zurechtkommt, dann geht man zum Sozialamt, lässt sich was dazugeben. Das sozusagen übertragen als Staatsprinzip, Hilmar Hoffmann hat es sehr gut, finde ich, ausgeführt. Das war auch lange Jahre unbestritten. Das ist da der Grundsatz des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, des Jugendwohlfahrtsgesetzes, des KJHG. Und nun gab es eine Diskussion, dass das offenbar doch so nicht funktioniert, sondern dass da bei dieser Verschiebung in die private Verantwortung offenbar ein paar Sachen aus dem Ruder laufen. Und insbesondere im Bereich der Bildung aus dem Ruder laufen. Wenn man eben auch Bildung zu einer Privatangelegenheit erklärt, hat man das, was ja immer noch wieder als typisch deutsches Ergebnis von Bildungsstudien sich rausstellt, wer hat dem Wort gegeben? Also Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern haben deutlich größere Chancen, Abitur zu schaffen, zu studieren. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern haben deutlich geringere Chancen, das zu schaffen und haben deutlich größere Chancen, in der Sozialhilfe zu verbleiben. Also von staatlichen Transferleistungen in irgendeiner Form abhängig zu werden. Das heißt, die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ist relativ schlecht. Herkunft bestimmt Zukunft. Und aus meiner Sicht ist ein wesentlicher Grund die Frage der privaten Verantwortung. Dann setzt sich sozusagen das fort, was in der Familie da ist, wird sozusagen die nächste Generation weitergegeben. Wenn der Staat hier nicht Verantwortung übernimmt, dann bleiben die gesellschaftlichen Verhältnisse so, wie sie sind oder spalten sich weiter. Und dass das nicht gehen kann, weil wir damit auch ökonomisch dann den Bach runtergehen, haben uns ja verschiedene Studien eben sehr deutlich ins Stammbuch geschrieben. Dann diese schrecklichen Einzelfälle, ne, also das Kind in Nativkultur und was sind der schreckliche Sachen, passiert. Auch hier gab es eine neue Debatte darum, dass das noch nicht gehen kann, dass man den Familien nun doch frühzeitig ja sagen muss, wo denn Grenzen sind. Und nicht erst, wenn es dann wirklich ganz schlimm ist, wenn es ein Kind in der Tiefkühltruhe ist. In dem Zusammenhang haben Sie wahrscheinlich gehört von der Diskussion um das verbindliche Einladungswesen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Wir können ja alle Eltern wahrnehmen und wir sehen eben, dass mit zunehmendem Alter die Eltern immer weniger diese Vorsorgeuntersuchung für ihre Kinder wahrnehmen. Also mit zunehmendem Alter der Kinder, während die ersten ja noch relativ viel in Anspruch genommen werden, wird es dahinter immer weniger, auch stark schichtenspezifisch. Und auch hier die Diskussion, das muss man auch verbindlich gestalten. Das können auch Eltern sich nicht selber aussuchen, ob sie gucken, ob mit ihr Kind gesund ist und ob es zusätzliche Hilfen braucht. Also wir haben eine verstärkte Diskussion um staatliche Verantwortung, ein Einmischen, ein verstärktes Einmischen des Staates in eigentlich familiäre Belange. Bis ins KJHG hinein. So war das, jetzt kommen wir nochmal zu diesem Wächteramt des Staates, ne, das ist die Aufgabe der Eltern, die können machen, was sie wollen, über die Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft, so drückte sich das Wächteramt der staatlichen Gemeinschaft aus. Also es wird sozusagen eine
Erlaubnis zum Betrieb der Einrichtung, haben Sie vielleicht schon mal gehört, kommt das Landesjugendamt in die Einrichtung, guckt, ist hier alles in Ordnung, ist das Wohl der Kinder hier gewährleistet. Wenn das Wohl der Kinder gewährleistet ist, heißt nicht gefährdet ist, ist die Erlaubnis zu erteilen, schick ist, Kinder können da betreut werden, Staat soll sich nicht weiter einmischen. Das war die Situation vor dem Bundeskinderschutzgesetz, gerade erst verabschiedet. Jetzt sieht es anders aus. Jetzt hat das Landesjugendamt eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar soll es nicht mehr nur schauen, ist das kindliche Wohl nicht mehr gefährdet oder nicht gefährdet, sondern soll schauen, ist es gewährleistet. Das heißt, es kriegt Qualitätsparameter an die Hand, noch relativ unbestimmt, aber immerhin, Qualitätsparameter an die Hand, nach denen es kontrollieren soll, ob in der Einrichtung das Wohl der Kinder gewährleistet wird. Soll sich die Konzeption zeigen lassen. Soll eben prüfen, ob dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechende Bedingungen herrschen. Ob die gesellschaftliche und sprachliche Integration in der Einrichtung unterstützt wird. Das heißt, hier positiv formulierte Erziehungsziele, was für das ganze System der Wohlfahrt und der Kindertagesbetreuung, die ja ein Teil der Wohlfahrt ist, im Grunde genommen vollständig wesensfremd ist. Wir sind gerade jetzt in Zeiten einer dramatischen Umorientierung, wie das Verhältnis zwischen Staat und Familie ist. Staat übernimmt immer mehr Einfluss, Verantwortung, Rechtsanspruch auf den Krippenplatz ist sicherlich auch ein Ausdruck davon. Auch das soll jetzt ein allgemeines Angebot sein, nicht mehr nur die mühseligen und Beladenen, wenn die Verhältnisse schrecklich sind, sondern jedes Kind, deren Eltern es wünschen, hat den Anspruch, ein allgemeines Angebot. Ja, er übernimmt Verantwortung und er greift ein in dieses Verhältnis zwischen Träger und Familie, wo er im Grunde genommen nichts zu suchen hatte. Wie das mit der Verfassung ist. Na, das Wächteramt wird jetzt hier sehr stark ausgelegt. Da sind wir mittendrin in dieser Entwicklung und ich bin sicher, sie wird vorangehen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo die Entwicklung schon ein Stückchen weiter vorangegangen ist, nämlich zu den Bildungsplänen. Wir haben nämlich mit den Bildungsplänen etwas an fachlicher Steuerung von einer unzuständigen Einheit, nämlich vom Land, nirgendwo. Im Grundgesetz nicht, in dem KJG nicht, steht, dass das Land konzeptionelle Vorgaben für die Arbeit machen kann. Und das hat, also haben sie früher auch gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Gab es nirgendwo so eine Diskussion, außer in der DDR. Im Westen war das vollständig verpönt, dass der Staat konzeptionelle Vorgaben machen könnte. Und die Diskussion um Bildungspläne nach der Vereinigung wurde ja im Westen also mit hämischem Grinsen sozusagen kolportiert. Ja, was die da machen, dieser reglementierende Staat. Na, da greift der Staat ein und macht konzeptionelle Vorgaben. Hier machen jetzt plötzlich die Länder aus einer vollständig unzuständigen Rolle heraus Bildungspläne. Und das Bemerkenswerte, keiner meckert. Weder die Eltern, noch die Träger, weil früher wir gesagt haben, das würden sich die freien Träger nie gefallen lassen, dass man ihnen nach Vorgaben macht, wie sie arbeiten sollen. Im Gegenteil, in der Entwicklung der Bildungspläne waren immer die freien Träger vorne mit dran. Wenn es um die Implementation ging, wenn es um die Diskussionen der Inhalte ging, alle sind einverstanden. Bemerkenswert. Und das wurde tatsächlich innerhalb von ein paar Jahren, also ich erinnere mich noch an die Diskussion um Trägerhoheit, wo insbesondere die Kirchen sehr massiv dafür eingetreten sind, dass man ihnen nicht reinredet in die Gestaltung ihrer Arbeit und auf ihr Trägerprivileg gepocht haben. Jetzt machen die Länder Bildungspläne und alle sind dafür. Bemerkenswert. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, das musste ich nochmal einbringen. Habe ich auch, die Folie habe ich auch deswegen reingebracht, ist gar nicht von mir, ist von Ludger Pesch übernommen. Die muss ich deswegen einbringen, weil es einen Kollegen aus Bayern gibt, der immer wieder sagt, die Bildungspläne werden in Bayern erfunden worden. Der macht doch jetzt schon die zweite Generation der Bildungspläne.
Also die ist nicht in Bayern erfunden worden, sondern wenn, dann sind sie in Brandenburg erfunden worden. Nee, was hier passiert, und damit möchte ich eigentlich darauf möchte ich hinweisen, dass natürlich in dem Zusammenwachsen dieser zwei unterschiedlichen Traditionen, Hilmar Hoffmann hat sie ja für die DDR sehr ausführlich dargestellt, ich habe sie jetzt für den Westen sehr ausführlich dargestellt, in dem Zusammenkommen dieser beiden Traditionen, ja nicht nur plötzlich wir einen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz und auf den Krippenplatz richten, sondern auch die Frage eben, darf der Staat sich eigentlich einmischen, neu justiert worden. So haben wir 1993 diese Frage gestellt, der etwas polemischen Überschrift planlos oder alles nach Plan. Kann es denn eigentlich einen Mittelweg geben zwischen dieser im Westen immer hochgehaltenen Vielfalt, die aber eigentlich zur Beliebigkeit verkommen ist, weil es konnte tatsächlich jeder machen, was er wollte. Es gab ja keine fachliche Steuerung und niemand durfte auch. Und jede Form von fachlicher Steuerung wurde sozusagen abgewehrt. Gibt es denn also einen Mittelweg zwischen dieser Beliebigkeit und dem Einheitsplan, alle Kitas machen für alle Dreijährigen zu einer bestimmten Zeit dasselbe? Kann man dieses Mittelfeld irgendwie ausfüllen? Haben wir sozusagen die Frage gestellt mit diesem Artikel und zwei Jahre später hat unser Minister dann die Kitas im Land und die Eltern im Land, die Träger im Land aufgerufen, an einer landesweiten Bildungskonzeption zu arbeiten, um so etwas wie gemeinsame Grundsätze für alle Kitas zu erreichen. Damals gab es noch höhnisches Gelächter in den westlichen Bundesländern, wenn ich mir mit solchen Gedanken gekommen bin. Ich wurde auch an manchen Fachzeitschriften nicht sehr freundlich zitiert mit diesem Artikel. Das hat sich inzwischen geändert. Innerhalb von 4 Jahren, also 10 Jahre später jetzt, ne? Innerhalb von 4 Jahren, zwischen 2003, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen waren die ersten Länder, die einen Bildungsplan hatten. Und dann als letztes Land 2006, Baden-Württemberg, entwickelten plötzlich alle Länder Bildungspläne. In einer großen Dynamik, ich sage jetzt nicht Eile, was vielleicht manchmal auch, aber in einer großen Dynamik, meist unabgesprochen, also ich kenne jedenfalls keine Kooperationsbeziehungen, also außer dass manche Leute, die einen Berliner Bildungsplan geschrieben hatten, eben auch den saarländischen geschrieben haben, also Christa Preissing und ihre Kollegen. Aber meines Wissens keine Abstimmung, keine fachlichen Diskurse zwischen den einzelnen Autoren. Manche hatten sich das auch verbeten. Aber in großer Eile überall und trotzdem bemerkenswert mit großen Gemeinsamkeiten. Es scheint also tatsächlich so etwas wie einen Zeitgeist gegeben zu haben, wo die beteiligten Wissenschaftler und Praktiker, obwohl sie relativ isoliert voneinander arbeiteten, doch sehr an vielen Stellen sehr ähnliche Bildungspläne entwickelten. Zum Beispiel, was ich sehr bemerkenswert fand, es sind keine Lehrpläne. Ich meine, jetzt die Idee haben können, wir machen das so wie in der Schule. Kennen wir ja, Lehrpläne, Curricula, so machen wir es jetzt für die Kitas auch. Gibt es nirgendwo. Was wir stattdessen haben, ist, achso, es gibt auch keine Kompetenzkataloge. War auch in der Diskussion, insbesondere von Schulpädagogen, ihr müsst doch aufschreiben, was sollen denn die Kinder können, wenn sie durch den Kindergarten durchgegangen sind. Das ist eine große Versuchung, dem nachzugehen. Kein Bildungsplan ist der Versuchung nachgekommen, sondern alle haben andersrum beschrieben, was soll die Kita leisten. Nicht, was soll das Kind leisten, wenn es durch die Kita durchgegangen ist, sondern was soll die Kita leisten? Was ist Aufgabe der Kita? Und das finde ich doch bemerkenswert, dass bei allen ja auch häufig sehr heftig gepflegten Auseinandersetzungen und Feindschaften, die wir in diesem Feld haben, wenn ein Professor den anderen nicht grüßt, das ist aber nicht nur, das machen auch manche Ministerien nicht. Also ist jetzt nicht Professoren eigen. Aber ne, wir haben auch gepflegte Feindschaften. Trotzdem gibt es so etwas wie ein stilles Übereinstimmen darüber, dass wir das nicht wollen im Kita-Bereich. Kompetenzkataloge oder Lehrpläne, sondern wir wollen beschreiben, was sollen die Kitas tun. Und auch bemerkenswert finde ich, dass diese Bildungsbereiche, diese Inhaltsbereiche in allen Bildungsplänen eigentlich das Kernstück der Bildungspläne selber sind.
Das ist ein Stückchen Ritt auf dem, ein Ritt über den Bodensee, ob das so funktioniert mit den, ich werde hinterher nochmal darauf kommen, aber jedenfalls ist das etwas, was sich auch bei allen zeigt, sozusagen als Kern. Das sind, natürlich die Gefahr ist nahe, dass sowas wie Schulfächer werden, ne? Sprachliche Bildung, musische Bildung, so heißen die dann meist. Wir haben es entwickelt entlang der Intelligenzen von Gardner. Andere gingen eher davon aus, zu sagen, welche Gelegenheiten müssen Kitas für Kinder entwickeln, damit sie eben sich entfalten können. Wir hatten fast durchgängig, also es gibt kleine Ausrutscher, vielleicht Mecklenburg oder so, aber es ist inzwischen auch anders geworden, ein ähnliches Bildungsverständnis. Nicht die Idee von dem zu belehrenden Kind, sondern vom aktiv lernenden Kind, das eben Anregung, Unterstützung braucht, aber eben keine Belehrung. Ähnliches Bildungsverständnis finde ich auch sehr bemerkenswert. Was wir auch allerdings finden, wir finden Unterschiede in der Verbindlichkeit. Also einige sind Empfehlungen bis gesetzlich bestimmte Pläne. Das hält sich meines Erachtens im Augenblick noch so die Waage. Bayern, Brandenburg auch, ein paar Ostländer noch haben sozusagen gesetzlich bestimmt, dass der Bildungsplan tatsächlich im Gesetz inzwischen verankert. Wir haben sehr große Unterschiede im Umfang, also von 27 Seiten bis 500 Buchseiten. Auch in der Erarbeitung unterschiedliche. Zuweilen wurden sie sozusagen von einem kleinen Wissenschaftlerkreis erarbeitet, zum Teil in sehr breiten Diskursen. Auch mit unterschiedlich intensiven Begleitmaßnahmen, Implementierung, was so schön heißt. Und eben, ach, hier ist der Personalschlüssel mit geringen, aber immerhin erkennbaren positiven Folgen für die Personalausstattung. Das wollte ich noch zeigen. 2006 eine Stelle auf 10 Kinder im Kindergarten. 2010 eine Stelle auf 9,8, immerhin. Im Krippenbereich ist es etwas besser. Die Zahlen kommen allerdings jetzt erst raus. Also wir haben nicht das, was befürchtet war, Verschlechterung des Personalschlusses, sondern offenbar hat der Anspruch an Bildung dazu geführt, dass der Personalschlüssel gehalten wird. So, dieses Instrument ist nun ziemlich neu und es wurde sehr schnell von allen eingeführt und was meines Erachtens auch dazu führt, dass man nicht so richtig drüber nachgedacht hat, was haben wir da jetzt eigentlich? Also die Frage, was sind denn eigentlich Bildungspläne? Streben Sie nun eigentlich eine allgemeine Verbesserung an? Also sollen Sie die Kita besser machen oder sollen Sie sichern, dass überall die gleichen Standards herrschen? Sind Bildungspläne eher sowas wie ein normativer Rahmen, also ein Gesetz quasi? Guten Tag. Oder sind Sie ein pädagogisches Gesamtkonzept? Auch hier große Unterschiede, manche Bildungspläne deutlich eher als Gesamtkonzept. Wir haben offene strukturelle Fragen. Also es hat ja vorhin dargestellt, eigentlich ist das gar nicht zulässig, dass das Land einen Bildungsplan macht und den dann noch ins Gesetz reinschreibt. Das ist Eingriff in Grundrechte, nicht legitimiert. Da wir selber das auch so gemacht haben, muss ich mir natürlich einen Grund aussuchen, wieso das trotzdem möglich ist. Ich sehe das als Finanzierungsvoraussetzung. Also im Grunde genommen, wer Staatsknete will, muss sich an den Bildungsplan halten. Es kann sicherlich auch Kitas geben, die sich nicht an den Bildungsplan halten. Den könnte man dann sozusagen, wäre man befugt, sondern kriegt ihr kein Staatsgeld. Das in dem Rahmen ist ein Bildungsplan vermutlich rechtlich zulässig, aber da ja im Augenblick sowieso alle der Meinung sind, das ist gut so, klagt doch keiner. Wie ist das Verhältnis, das haben wir jetzt angesprochen mit Bezug auf die DDR-Pädagogik, wie ist das Verhältnis eines Bildungsplans zu einer gewünschten Vielfalt der Arbeit? Gibt es nicht negative Rückwirkungen, wenn man einen Plan hat und sagt so, das soll gewährleistet sein auf eine Vereinheitlichung? Wollen wir das? Hatte nicht tatsächlich auch diese Vielfalt der unterschiedlichen Konzepte, der unterschiedlichen Arbeiten einen hohen Wert. Erinnern Sie nochmal an den Vortrag von Christa Preissing zum Situationsansatz. Die Lebensweltbezogenheit der Arbeit, geht die nicht verloren, wenn man sie sozusagen normiert über einen Plan, muss man, glaube ich, alles bedenken.
Und wir haben eben offene konzeptionelle Fragen. Schon mal offensichtlich, geht das eigentlich zusammen, das Konzept von Selbstbildung und Bildungsplan, oder wo sind Reibungen? Was kann eigentlich oder was muss allgemein sein? Was erwarten Eltern mit Fug und Recht von jeder Einrichtung? Oder wie groß ist der Spielraum, Montessori, Situationsansatz, Fröbel, was weiß ich, zu machen? Eine Frage, die man stellen muss und die bisher, also alle diese Fragen sind bisher nicht wirklich gestellt, und es gibt im Moment auch, kann ich nicht entdecken, auch keine Diskurse darunter, weder unter denen, die die Bildungspläne geschrieben haben, noch in der politischen Administration, noch in der Fachöffentlichkeit. Es gibt doch immer wieder den Wunsch nach, beschreibt doch mal Kompetenzen. Kann man da doch rangehen? Kann man sich das trauen, zu sagen, wenn ein Kind in der Kita gewesen ist und in die Schule kommt, dann sollte das und das angebahnt worden sein? Ja? Jetzt wäre für mich eine Frage, eben, was Sie gesagt haben, um zu gucken, wie weit es vereinbar ist, dass zum Beispiel Situationsansatz und Bildungsplan. Aber Frau Preissing, die ja Bildungspläne schreibt und gleichzeitig Situationsansatz macht, hat die dann, also, ne, also das ist ja irgendwie so eine Frage, wie passt das denn dann zusammen? Weil das muss ja dann eigentlich irgendwie vereinbar sein oder Na, bei den Bildungsplänen, die Christa Preissing geschrieben hat, sicherlich. Da schätze ich Christa Preissing sehr, und ich glaube auch, dass das, was sie geschrieben hat im Bildungsplan, sehr kluge Konzepte sind. Aber was sagen denn die Anhänger von Montessori dazu? Dass ein Bildungsplan aus dem theoretischen, konzeptionellen Hintergrund des Situationsansatzes geschrieben ist. Also, ja, da wo das identisch ist, ich habe zwei, also so gut ich den Berliner Bildungsplan finde, ich schätze ihn sehr als eine fachliche Orientierung, ich glaube, es ist ein gutes Fachbuch. Ich habe großen Zweifel, ob man so Bildungspläne machen darf. Ob man da nicht tatsächlich zu sehr im Grunde genommen ein einheitliches Konzept befördert, was gut ist. Aber das ist Christa Preissings meine Meinung, vielleicht nur die von tausend anderen, aber die von allen. Ja, ich will darauf hinweisen, wir müssen uns diese Fragen stellen und können nicht einfach so tun, als ob sie sich von selbst erledigen. Stellen Sie sich vor, es hätte jetzt, stellen Sie sich irgendeine pädagogische Richtung vor, die Sie gar nicht mögen. Und die schreien den Bildungsplan für Niedersachsen. Ja? Die Gefahr, ich habe schon darauf hingewiesen, mit diesen Bildungsbereichen. Wir sehen in der Anwendung immer wieder, dass die Gefahr doch groß da ist, dass das die Schulfächer begriffen wird. Heute ist Lesen, morgen sprechen wir. Ja? Absurd natürlich, aber so wie wir alle aufgewachsen sind, schulgeprägt mit Fächern, sind das eben Missverständnisse, die einfach nahe liegen. Und sind wir mit dieser Orientierung auf die Bildungsbereiche tatsächlich gut beraten? Oder müssen wir uns da verändern? Und die Schweden haben, glaube ich, ihren Bildungsplan 10-12 Mal umgeschrieben und sind jetzt inzwischen bei einem ganz schmalen kleinen Heftchen angekommen. Wir dürfen uns, glaube ich, nicht ausruhen und sagen, schick, jetzt haben wir Bildungspläne, jetzt lassen wir es mal so. Vielleicht guckt man 40 Jahre nochmal rein. Wir müssen da weitermachen, und dazu, glaube ich, muss man sich diese Fragen stellen. Als rechtliche Fragen, als konzeptionelle, als strukturelle. Ja. Und was ich auch bedenkenswerten Hinweis finde, liegt diese Fokussierung auf Bildung nicht nahe, dass wir wieder besondere Bildungszeiten haben. Kenne ich noch aus meiner Zeit, als ich als Erzieher in der Kita gearbeitet habe. Von 9 bis 10:30 war Bildung. Na, hinterher ist dann Mittagessen. So, keine Bildung mehr. Wir wissen inzwischen, dass das natürlich Blödsinn ist. Dass keine Zeit bildungsfrei ist. Und dass die beiläufigen Bildungsprozesse wahrscheinlich die prägendsten sind. Aber liegt das nicht wieder nahe? Und was ist, haben wir noch einen Blick darauf, dass Kinder eben auch Sicherheit, Betreuung, Bindung brauchen? Ist dieser Fokus auf Bildung tatsächlich nur positiv, oder vergessen wir da anderes? Selbst wenn keiner sagen wird, es gibt diese Abtrennung, aber ist diese Fokussierung auf Bildung nicht wiederum einengend? Also wir haben, finde ich, viele ungeklärte Fragen, und deswegen sollte man sich mal von diesem Wort Bildungspläne müssen umgesetzt werden verabschieden. Kein Bildungsplan ist, glaube ich, so, dass er umgesetzt werden kann.
weil er nämlich so tut, als ob die alle diese Fragen schon jetzt geklärt hätten und als ob auch schon alle personellen Voraussetzungen, zum Beispiel materiellen Voraussetzungen gegeben wären. Geht das mit diesem Personalschlüssel, Binnendifferenzierung, Einzel-, individuelle Bildung oder wie weit müssen wir uns da eigentlich verbessern? Ja, und da stellt eben das, ob es eine gerade Linie vom Plan bis zum pädagogischen Handeln und womöglich sogar bis zu den Kompetenzen der Kinder gibt. In der Schule haben wir uns nun mühselig von dieser Idee verabschiedet, dass ein Curriculum, dass man vorne ein Curriculum reinsteckt und hinten kommen die Kompetenzen der Kinder raus. Immer, in der Schule wird immer stärker sozusagen die Steuerung über Curricula zurückgenommen. Man nimmt Rahmenpläne, weil man sieht, dass diese Engführung solche Missverständnisse nahelegt. Und das Wort Umsetzung ist eines der schlimmsten Vereinfachungen sozusagen für diesen ja doch sehr gebrochenen, schwierigen Prozess. Ich schaffe das nicht mehr mit der Zeit, Ihnen das zu zeigen. Worum es mir geht bei dieser Grafik, schauen Sie sich vielleicht, wenn Sie Lust haben, hinterher nochmal an. Worum es mir darum ging, ist darauf hinzuweisen, wo der Bildungsplan eigentlich anzusiedeln ist. Er ist nämlich sozusagen Teil des normativen Rahmens. Er ist aus meiner Sicht eben kein pädagogisches Konzept. Pädagogische Konzepte sind Orientierung für die Erzieher, Handlungsanregung, Handlungsunterstützung. Bildungspläne sollten sich darauf beschränken, sozusagen ein normativer Teil zu sein, nämlich sowas wie ein Gesetz. Ich kann noch nicht die Straßenverkehrsordnung fahren. Wenn ich Auto fahre, wie die Straßenverkehrsordnung es mir vorgibt, dann lande ich nach 20 Metern im Baum. Die Straßenverkehrsordnung sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Aber sie sagt mir nicht, wann ich ein guter Autofahrer bin. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das Verhältnis von einem Bildungsplan zum pädagogischen Handeln. Ups. Sie kennen sicherlich diese Definition von Infanzbildung als Tätigkeit des Kindes, Selbsttätigkeit des Kindes, Erziehung, die darauf bezogene Handeln der Erzieherin. Und dann wären aus meiner Sicht Bildungspläne eben hier im Bereich der Erziehungsziele anzusiedeln. Genauso wie das, was die Erzieherin persönlich mitbringt, was der Träger als Selbstverständnis hat, was im Kita-Gesetz steht und so weiter. Ich rase jetzt mal ein bisschen durch. Was aber tatsächlich bei aller Unsicherheit, die jetzt da ist, tatsächlich Neues an dieser Entwicklung ist, dass wir uns verabschieden davon, dass alles bunt ist und dass es schön ist, wenn es bunt ist und dass es schön ist, wenn es unverbindlich ist. Wir trauen uns inzwischen, das Wort Messen von Qualität in den Mund zu nehmen, ohne bei Veranstaltungen vom Hof gejagt zu werden. Wir trauen uns inzwischen darüber zu reden, dass man tatsächlich auch Eltern und Kindern versprechen muss, was sie in jeder Kita des Landes finden und dass es nicht nur schön ist, wenn 1000 Blumen blühen. Also dieser Abschied von der Unverbindlichkeit, den wir jetzt sehen und an der fachlichen Steuerung, das ist sicherlich der Vorteil. Aber dazu muss man eben wissen, was da zu steuern ist und wie da zu steuern ist. Und dazu muss man das Steuerrad verstehen. Und das ist bisher noch nicht gelaufen. Kurzes Fazit. Ich glaube, wir müssen daran weiterarbeiten. Nach meiner Vision wäre also ein zukünftiger Bildungsplan einer für alle öffentlich finanzierten Träger, der hier verbindliche Vorgaben macht, der aber selber klar zwischen Pflicht und Kür unterscheidet. Also ein Bildungsplan von 500 Seiten ist aus meiner Sicht absurd. 500 Seiten sind bestenfalls ein pädagogisches Handlungskonzept oder also daraus sowas wie ein Gesetz zu machen, das in jeder Kita eingehalten wird, das geht gar nicht. Also man muss unterscheiden zwischen dem, was man sagt, das ist eine Anregung, das könntest du machen, guck mal, so geht es zum Beispiel, und den verbindlichen Kern, was ist zu beachten und was muss überall beachtet werden, was ist sozusagen State of the Art, was wir erwarten von jeder Kita in diesem Land, die öffentliche Knete will. Und er würde eben, wenn er sich so begreift, in weiser Selbstbeschränkung nur eben die allgemeingültigen Essentials beschreiben und wäre dann eben ein deutscher Bildungsplan und kein brandenburgischer und hessischer. Aber bis wir so weit sind, von den 16 einzumachen, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich durch und danke Ihnen, dass Sie ausgehalten haben. Ja, sehr herzlichen Dank. Deine Stimme hat ziemlich gelitten, habe ich das Gefühl. Sie haben jetzt noch kurz die Möglichkeit, Anmerkungen oder Nachfragen zu stellen, wie bisher jeder Veranstaltung. Sie dürfen Sie dran.
Sehr gut. Wir haben ja gerade von noch dem Messen von Qualität gesprochen und auch sozusagen auch die Verbindlichkeit, dass das jetzt ja auch entwickelt werden sollte, die Bildungspläne dementsprechend auch, was ist der Kern sozusagen von ja, dem, was die das tun soll oder was die das nicht mit dem tun soll. Jetzt ist ja gerade Lübeck in meinen Daten rausgekommen mit doch sehr interessanten Ergebnissen, auf der einen Seite, wie es so auch dargestellt wird, dass nicht eigentlich an der Qualität der Kitas, so wie es jedenfalls gemessen wurde, bei Nürnberg nicht, sondern die getan hat. Mich interessiert, wie das jetzt auch da sind, an der Stelle, wie die Politik auch mit solchen Ergebnissen umgeht, weil sie ja genau diesen Punkt auch gerade angesprochen haben, dass das möglicherweise Grundlage oder Bestandteil auch dieser Diskurse sein kann. Naja, ich bin erstmal sehr froh, wir haben ja auch Nürnberg mitfinanziert, als kleines armes Ostland. Weil wir sagen, es ist wichtig, dass wir überhaupt mal eine Ahnung haben davon, wie es um die Qualität bestellt ist. Natürlich, glaube ich, kann keiner damit zufrieden sein, dass die Qualität noch so ist wie vor 20 Jahren. Es gibt Leute, die sagen, wir können zufrieden sein. Wolfgang Tietz hat das auch in der Vorstellung gesagt, die Qualität in manchen anderen Ländern, Holland insbesondere, ist wohl in den Keller gerauscht, seitdem die alles privatisiert haben. Insofern ist die Stabilität der Qualität schon mal ein Erfolg, aber natürlich kann man nicht zufrieden sein, umso mehr, als sie nur mittelmäßig ist. Und insbesondere im Bereich der kognitiven Anregung ziemlich im Keller. Also da schneiden wir ganz schlecht ab. In Deutschland insgesamt, im Osten noch schlechter. Das muss uns zu Anstrengungen herausfordern, das ist ganz klar. Und das sind strukturelle Verbesserungen, die erforderlich sind, aber die alleine machen es nicht. Wir müssen sicherlich auch an Qualifizierung gehen. Ich vermeide das Wort Ausbildung, weil ich glaube, man sollte nicht auf Vorrat lernen, sondern man sollte sein Leben lang klug werden. Also wir müssen eigentlich viel mehr in die Begleitung, Qualifizierung, Beratung setzen. Da muss man viel mehr machen. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine Verständigung darüber, was denn überall gilt. Also ob zum Beispiel die Standards der KESS oder die integrierte Qualitätsskala ist es ja inzwischen, an der wir auch mitgearbeitet haben, ob die dann eigentlich überall so akzeptiert ist überhaupt als Qualitätsparameter. Wir können darüber diskutieren, Qualität ist mittelmäßig, aber wir müssen uns die einzelnen Merkmale anschauen und sagen, stimmen wir eigentlich dem zu, dass das Qualität ausdrückt? Wir haben uns in Brandenburg mit ein paar Wissenschaftlern zusammen, mit Wolfgang Tietz und seiner Gruppe, diesen Prozess unterzogen und haben die gesamte KESS durchgearbeitet und die EKSI, also die englische Extended Scale, und haben 2-3 neue Kriterien noch entwickelt, sodass wir inzwischen diese IQS haben als erweiterte Skala. Aber wir können nach diesem dreijährigen Diskussionsprozess sagen, ja, dem, was da jetzt steht, stimmen die Beteiligten zu. Aber sowas fehlt als allgemeiner Verständigungsprozess. Was ist Qualität? Selbstständigkeit der Kinder fördern, ja, Brabbelabbersülz. Was ist Selbstständigkeit? Das Glück der Kinder, was ist das Glück? Ja, wir müssen operationalisierbare und operationalisierte Kriterien haben und müssen uns darüber verständigen und sagen, wollen wir, dass das in allen Kitas gewährleistet ist? Das fehlt, glaube ich, und das könnte im Bildungsplan sein. Ja, wenn keine weiteren Nachfragen sind, dann noch einmal herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Noch eine Kleinigkeit hätte ich noch. Und zwar wollte ich Ihnen zunächst einmal für den Vortrag danken. Und zwar auch in der Hinsicht, dass ich sie widerlegen muss. Also ich persönlich fand die Materie alles andere als trocken und uninteressant. Ich persönlich bin sehr interessiert an diesem Zusammenhang zwischen pädagogischer Konzeptualisierung und realpolitischer Verflechtung, juristischer Verflechtung auf der anderen Seite. Weil das ja letzten Endes das ist, was uns alle eigentlich im übergeordneten Sinne interessieren sollte. Sie will und diesen das auch Video als Kind hinaus, ja. Schön, freut mich, danke. Das war ein schönes Schlusswort, was ich da sage. Schönen Tag noch, tschüss. Ja.